Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video für meinen YouTube-Kanal Binäre Optionen erfolgreich handeln. Mein Name ist Benjamin Hübner und in dem heutigen Video werde ich kurz erklären, wie man den MetaTrader 4 für meine Trendfolgestrategie einstellt, wie man sich das Template dann abspeichert und das auch wieder hinzufügen kann. Kurz ein paar Worte sagen über Charteinstellungen und über die Zeitrahmen, die ich benutze und letztendlich noch, wie man sich ein Profil einrichtet und dieses abspeichert. Wer mehr Informationen zu binären Optionen sucht, der findet die in meinem Newsletter unter der Adresse. Und ein paar Tipps zum Onlinehandel generell findet man unter der Adresse. So, hier nun kurz die Einstellung für die Indikatoren der Trendfolgestrategie. Das sind drei Moving Average. Ein schneller, den habe ich grün markiert im Chart. Der sind 7 Perioden. Ein mittlerer, der ist rot mit 14 Perioden und ein langsamer, der ist blau mit 27 Perioden. Hier schwanke ich ab und zu zwischen 26 und 27. Außerdem einmal Bollinger Bands mit 20 Perioden Einstellung als Standard und noch eine Stochastik auch mit der Standardeinstellung 3, 3 und 5 ist das dann. Wichtig zum Zeitrahmen: Ich benutze vor allem den 5-Minuten-Zeitrahmen. Benutze die Strategie aber auch ganz gern ab und zu im 1-Minuten- oder 15-Minuten-Zeitrahmen. Generell kann man sie eigentlich in jedem Zeitrahmen nutzen. Wichtig ist, dass die gehandelte Option 2 bis 3 Mal den Zeitrahmen läuft. Also wenn ich im 5-Minuten-Chart bin, dann sollte sie 10 bis 20 Minuten laufen, circa. So, hier haben wir jetzt den MetaTrader 4. Wichtig ist hier unten schon mal, dass das hier unten nicht rein rot ist. Wenn es ganz rot ist, dann bedeutet das, dass man sich entweder mit seinem Brokerkonto nicht eingeloggt hat oder aber gar kein Brokerkonto hat. Dann muss man hier auf Konto öffnen gehen, beziehungsweise Log into Trade Account. Je nachdem, wenn man schon ein Konto hat, kann man sich hier einloggen. Ansonsten kann man hier kostenlos ein Konto öffnen. Dann wählt man sich den Broker, den man haben will. Und entweder gibt es hier ein bestehendes ein oder macht ein neues Demo-Konto. Das ist wichtig, sonst kriegt man hier keine Daten und hat hier nur ein leeres Feld. So viel dazu erstmal. Ich habe jetzt den Hintergrund und die Farbgebung etwas geändert, damit man das besser im Video sehen kann. Normalerweise würde es in etwa so aussehen, nachdem man sich angemeldet hat. Wer das selbst bei sich auch ändern will, der klickt einfach mit Rechtsklick in den Chart, geht auf Eigenschaften und kann sich hier die Farben auswählen, beziehungsweise hier sind auch schon ein paar Möglichkeiten vorgegeben. Zum Beispiel. So, ich habe wie gesagt die Farben etwas geändert, dass es ein bisschen besser zu erkennen ist. Ich hoffe, das hat funktioniert. Das erste, was wir jetzt tun, ist normalerweise, ist ja auf diese Balken Charts eingestellt. Ich bevorzuge den Kerzenchart hier. Das ist aber im Grunde Gewöhnungssache. Das erste, was wir tun, ist die gleitenden Durchschnitte hinzufügen. Dafür ziehen wir das hier ein bisschen auf, wenn es das nicht schon ist. Dann haben wir hier das Indikator-Menü. Das öffnen wir. Den Moving Average finden wir unter Trend. Hier. Moving Average ist der englische Name für gleitenden Durchschnitt. Einfach mit Doppelklick hinzufügen. Bei MA-Methode lassen wir Exponential. Anwenden auf Close lassen wir auch. Periode ist bei dem langsamen 627. Der ist auch blau, den lassen wir so. Hier mache ich den ein bisschen dünner. Dann haben wir den hier. Nochmal Doppelklick. Nehmen wir jetzt rot. Nehmen hier 14 für den mittleren. Und wieder klicken. Und letztendlich noch einen dritten mit 7. Auch exponentiell. Und hier aber auf grün. Das lassen wir auch alles so. Dann haben wir schon die Moving Average drin. Das nächste, was wir brauchen,
ist Bollinger Bands. Das ist auch hier mit dabei. Das lassen wir genauso wie es ist, beziehungsweise Farbe können wir uns auswählen, wie wir Lust haben. Ich nehme einfach mal, ich lasse das einfach mal so wie es ist. Jetzt haben wir hier die gestrichelte Linie. Die gefällt mir nicht so gut, deswegen gehe ich mit Rechtsklick nochmal drauf. Da kann ich die Eigenschaften nochmal hervorholen. Und nehme eine durchgehende Linie. So, dann haben wir das Moving Average auch, das Bollinger Band auch. Wie man sieht, haben wir hier die Mittellinie des Bollinger Bands und hier die beiden Ränder. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist der Stochastik-Oszillator. Da lassen wir auch die Einstellung 533, oder habe ich mich vorhin vertan? Vielleicht falsch rum. Ansonsten lassen wir alles wie es ist. Den haben wir jetzt hier unten, den Stochastik. Das war es im Grunde schon mit dem Grundtablet für meine Trendfolgestrategie. Was ich noch mit drin habe, findet man unter Bill Williams, nämlich die Fractals oder Fraktale. Da kann man sich noch eine schöne Farbe raussuchen. Rot lasse ich ganz gerne. Das sind diese kleinen Dreiecke. Die erkläre ich im zweiten Video zur Trendfolgestrategie und benutze sie vor allem als Zeichenhilfe. Das ist nur so noch angemerkt. So, jetzt haben wir unser Template eigentlich erstmal fertig. Um das zu speichern, nehmen wir Rechtsklick, gehen auf Template speichern. Jetzt brauchen wir noch einen Namen, Trendfolge 3.0. So, das war's mit dem Template im Grunde. Wenn wir jetzt einen anderen Chart haben, den zum Beispiel, beziehungsweise hier oben finden wir die handelbaren Werte beim Broker. Mit Rechtsklick Chartfenster öffnen, öffnen wir neuen Chart. Muss man ein bisschen darauf achten, der ist immer auf eine Stunde eingestellt. Wir gehen auf 5 Minuten. Hier mit dem Plus zoomen wir rein, natürlich. Wir haben, wie man hier sieht, den Balkenchart. Da gehe ich auf den Kerzenchart. Jetzt wollen wir das Template hinzufügen. Wir gehen mit Rechtsklick in den Chart auf nicht Trading Template und suchen uns jetzt das Template raus, was wir hinzufügen wollen. Trendfolge Template 3.0. So, das nächste ist, ich schließe den jetzt mal. Wenn wir jetzt, ich schließe erstmal hier die ganzen Charts, die ich noch offen habe. Wie gesagt, ich empfehle wenigstens anfangs, sich auf 3 bis 7 Werte vielleicht zu konzentrieren. Wir haben hier jetzt einmal British Pfund US-Dollar. Dann nehmen wir noch einmal Euro US-Dollar natürlich. British Pfund Euro, US-Dollar. US-Dollar, japanische Yen. Fügen unser Template ein. So, nehmen wir an, das sind die Werte, die wir in nächster Zeit beobachten und handeln wollen. Können wir das hier zumachen weitgehend? Jetzt gehen wir auf Datei und auf Profile, speichern als. Ich würde zum Beispiel nach dem Broker benennen, wo ich es handle oder wie auch immer. So, jetzt zu Demo-Zwecken lösche ich meine Charts wieder. Normalerweise, wenn man den MetaTrader schließt und öffnet, sind die Charts auch noch da. Aber auch wenn man das nicht speichert, sind die erstmal noch da. Wenn ich jetzt aber auf Profile gehe, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das finde ich ein bisschen blöd beim MetaTrader, da habe ich nicht dran gedacht. Genau. Solange ich das Profil nicht ändere, also nicht entweder nochmal unter einem anderen Namen speichere oder ein anderes lade, wird das jedes Mal gespeichert, wenn ich eine Änderung mache. Also ich muss jetzt nochmal die Charts hinzufügen, um das zu demonstrieren. Jetzt speichere ich das Profil das zweite Mal. Wir haben das hier ja schon mal gespeichert, man sieht hier den Haken. Das ist also immer noch aktuell. Also speichern als. Jetzt wähle ich einfach mal ein anderes. So. Wie man sieht, habe ich hier jetzt andere Charts drin und habe gar keine Indikatoren, sondern Linien eingezeichnet. Öffne jetzt das Binäre Optionen 24 Option Template und habe hier unten wieder
meine Chart-Einstellung, wieder alle drei Charts, wieder das Template hinzugefügt und auch die richtige Einstellung im Chart und alles drum und dran. So, das war's dann für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr gerne das Kommentarfeld unten benutzen. Und wie gesagt, wer mehr Informationen zum Handeln haben will, findet es unter diesen beiden Adressen.